Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sprakuko Deutsch lernen. Auf diesem Kanal könnt ihr Deutsch lernen und wenn ihr mit mir Deutsch lernen wollt, könnt ihr sehr gerne meine Online-Schule besuchen auf www.sprakuko.com. Alle Infos findet ihr hier oben. Aber worum geht es in diesem Video? In diesem Video spreche ich mit euch über das sogenannte Gehörenpassiv. Habt ihr das schon einmal gehört? Wenn nicht, dann bleibt dran, denn nach einem kurzen Intro sehen wir uns wieder. Sprakuko Deutsch lernen. In diesem Video geht es also um das sogenannte Gehörenpassiv. Ihr wisst es ja wahrscheinlich nicht, sonst wärt ihr nicht dran geblieben. Und das ist auch gut so, denn ich möchte es euch erklären. Aber zunächst einmal. Es ist wichtig, dass ihr das Vorgangspassiv, das Verbenpassiv und das Zustandspassiv oder Seinpassiv beherrscht. Denn erst dann lohnt es sich auch, die anderen Formen zu lernen. Denn, wie ist es immer so im Deutschunterricht, ihr solltet Schritt für Schritt daran arbeiten, um irgendwann euer C1 oder C2 Niveau abzuschließen. Das C1 Niveau reicht allerdings meistens. Worum geht es nun? Beim Gehörenpassiv geht es um ein sogenanntes Patienzpassiv. Was ist ein Patiens? Das sollten wir ganz kurz klären. Schauen wir uns zunächst einmal einen einfachen Beispielsatz an, um das alles zu verdeutlichen. Nehmen wir mal ein Verb wie schlagen. Mein Gott. Dieses Verb zeigt es ganz eindeutig. Ich könnte nun sagen, der Mann schlägt das Kind. Ja, das wäre schlimm, ich weiß. Aber jetzt haben wir hier zum Beispiel ein Subjekt, nämlich der Mann. Und dieser Mann, der führt eine Handlung aus, nämlich das Schlagen, ja, das Prädikat Schlagen. Und wer ist von dieser Handlung betroffen? Leider das arme Kind. So, der Mann schlägt das Kind. Und der Betroffene einer Handlung ist das sogenannte Patiens. Aber warum spricht man nun von einem Patienspassiv? Das kann ich euch auch erklären. Wenn wir uns nun diese Rollen in einem Satz ansehen, dann haben wir zunächst einmal ein Subjekt, der Mann, dann ein Verb, schlägt, und dann ein Objekt, das Kind. Es handelt sich um das Akkusativobjekt. Und dieses Akkusativobjekt nimmt die Rolle des Patiens ein. Doch im Passivsatz ist nicht das Objekt des Patiens, sondern das Subjekt. Sehen wir uns den Passivsatz an. Das Kind wird geschlagen. So, jetzt haben wir einen Passivsatz im Vorgangspassiv mit dem Werdenpassiv in der Gegenwart. Also, das Subjekt stimmt mit der semantischen Rolle des Patiens überein. Also, das Subjekt übernimmt diese Rolle im Satz. So, aber jetzt kommen wir zum Gehörenpassiv. Wie sieht es denn dort aus? Sehen wir uns einen Beispielsatz an, um das zu verdeutlichen. Ich könnte nun sagen, das Kind gehört geschlagen. Ich weiß, das ist nicht das beste Beispiel, aber schlagen ist einfach ein Verb, das es wirklich bildhaft beschreibt und deshalb sehr verständlich ist. Das Kind gehört geschlagen. In diesem Beispielsatz ist es natürlich eine Voraussetzung, dass es irgendjemanden gibt, der eine andere Person schlägt. Das wissen wir aber nicht, da wir einen Passivsatz haben. Das Kind gehört geschlagen. Aber euer logisches Wissen wird euch auf jeden Fall dahin führen, um das zu verstehen. Ja, ihr wisst, dass es irgendjemanden ja geben muss, der schlägt. So. Wenn wir uns diesen Satz ansehen, das Kind gehört geschlagen, ist Folgendes wichtig. Das Kind ist das Patiens, also Betroffener der Handlung. Das Gehörenpassiv zeichnet sich dadurch aus, dass es zum einen entweder das Patienspassiv sein kann, wie in diesem Satz, oder auch in unpersönlichen Passiven genutzt wird.
Wenn wir jetzt diesen Satz genauer ansehen, das Kind gehört geschlagen, fällt auf, dass es auch eine modale Bedeutung hat. Das bedeutet so viel wie, das Kind sollte geschlagen werden oder muss geschlagen werden. Wir sehen uns gleich noch andere Beispiele an, damit wir dieses Beispiel endlich zur Seite legen, denn das ist ja wirklich nicht optimal. Also bitte keine Kinder schlagen, okay? Bitte keine Kinder schlagen. Man sollte keine Kinder schlagen. Ja, und man darf das auch nicht. So, das ist verboten. Merkt euch, das Gehörenpassiv ist ein Vorgangspassiv. Es beschreibt einen Vorgang. Es hat ein Subjekt, das die Rolle des Patients einnimmt, wenn es denn ein Subjekt gibt. Und es hat eine modale Bedeutung. Das ist ganz wichtig. Sehen wir uns zunächst andere Beispielsätze an, um das alles zu verdeutlichen. Ich beginne zunächst mit einem Aktivsatz, mit einem Modalverb. Dann zeige ich euch einen Satz im Gehörenpassiv und dann auch nochmal die modale Bedeutung in einem separaten Satz. Beginnen wir mit einem Aktivsatz. Ich könnte nun etwa sagen, man sollte den Täter bestrafen. Hier ist ganz klar, welche Struktur das Verb hat. Bestrafen steht zum einen mit einem Modalverb, sollte. Zum anderen ist bestrafen ein transitives Verb. Es steht mit einer Akkusativergänzung, mit einem Akkusativobjekt. Den Täter. Dieses wird im Passivsatz zum Subjekt. Das wisst ihr schon, die Regel, hoffe ich zumindest. Ansonsten lest meinen Beitrag auf meinem Blog, schaut unten in der Beschreibung und lest es in Ruhe durch. Und nun könnte ich so etwas sagen wie, der Täter gehört bestraft. Tada! Ein Passivsatz. Der Täter gehört bestraft. Der Täter ist das Subjekt des Passivsatzes. Das Subjekt ist gleich Patient. Ja? Betroffener der Handlung. Tada! Und noch einmal eine Erleuchtung. Ich hoffe, das versteht ihr. Dieser Satz bedeutet nun, wenn wir es mit einem Modalverb ausdrücken, der Täter sollte oder muss bestraft werden. Merkt euch, das Gehörenpassiv bedeutet ganz oft sollte, ja, etwas. Also sollte bestraft werden in diesem Fall oder auch muss bestraft werden. Sehen wir uns noch einen Beispielsatz an. Ich könnte auch sagen, okay, man sollte die Rundfunkgebühren unbedingt abschaffen. Darüber habt ihr euch bestimmt auch schon gewundert. Ihr öffnet den Briefkasten und auf einmal flattert eine Rechnung rein, obwohl ihr die Öffentlich-Rechtlichen überhaupt nicht nutzt. Das ist schon echt nervig, oder? Oder umgangssprachlich salopp, es ist zum Kotzen. Man sollte die Rundfunkgebühren also abschaffen. So, jetzt könnte ich mit der Gehören-Passivkonstruktion sagen, die Rundfunkgebühren gehören abgeschafft. Die Regel, ja, ihr habt gehören plus Partizip 2, so wie ihr es bei den anderen Passivkonstruktionen ja auch vornehmt. Zum Beispiel werden plus Partizip 2 oder sein plus Partizip 2 und hier eben gehören plus Partizip 2. Die Rundfunkgebühren gehören abgeschafft. Und das bedeutet, die Rundfunkgebühren sollten abgeschafft werden, meine Damen und Herren. Oder müssen unbedingt abgeschafft werden. Naja, aber wovon sollen dann die armen Moderatoren leben? Naja, wenn ihr etwas Gescheites in den Sendungen denn thematisieren würdet, dann wäre das eine andere Sache. Aber es ist ja todlangweilig da draußen, Leute. Da solltet ihr das Konzept mal überdenken. Ansonsten würden wir nicht solche Beispielsätze nutzen. Sehen wir uns noch einen weiteren Beispielsatz an. Gehen wir mal zum Thema Bildung rüber. Und hier könnte ich dann so etwas sagen wie, wir sollten das Thema unbedingt im Schulunterricht ansprechen. Oder kürzer, wir sollten das Thema ansprechen. Ihr habt einen Aktivsatz. Das Akkusativobjekt wird zum Subjekt. Und dann lautet mein Passivsatz mit dem Gehörenpassiv, das Thema gehört
angesprochen. Bedeutet, das Thema sollte angesprochen werden oder sollte im Schulunterricht angesprochen werden, da es wirklich relevant ist. Sehen wir uns nun noch einen Beispielsatz an mit einer unpersönlichen Konstruktion und diese findet ihr, wenn ihr ein intransitives Verb benutzt oder auch ein transitives Verb, aber ohne Akkusativergänzung. Das gibt es in einigen Fällen auch. Aber dazu könnt ihr mir gerne Fragen stellen in meinem Grammatikkurs. Schaut doch in meiner Online-Schule vorbei, dann dürft ihr gerne mit mir die deutsche Grammatik bearbeiten. Oder auch gerne andere Kurse. Ich liebe ja meinen Konversationskurs. Da lernt ihr neben dem Wortschatz auch noch eure Aussprache zu optimieren und sinnvolle Redemittel sowie Strategien, um besser an Gesprächen teilzunehmen. Und ihr bereitet euch auch noch auf mündliche Prüfungen vor. Und das alles in einem Kurs. Wahnsinn! Ansonsten sehen wir uns auch gerne in meinen allgemeinsprachlichen Kursen. Ich unterrichte allerdings meistens nur B2 und C1 Kurse. Solltet ihr daran interessiert sein, schaut in meiner Online-Schule vorbei auf sprakuku.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Okay, sehen wir uns nun eine unpersönliche Konstruktion an. Auch das darf ich euch nicht vorenthalten. Beginnen wir mit einem Aktivsatz. Ich könnte nun sagen, man sollte gegen Mobbing vorgehen. Das ist unheimlich wichtig. Ich hoffe, ihr wurdet noch nie gemobbt, aber heutzutage durch die sozialen Netzwerke gibt es ja auch so etwas wie Cybermobbing. Da hilft natürlich auch die Anonymität und das ist auf jeden Fall ein sehr heikles Thema und dagegen sollte man vorgehen. Also, man sollte gegen Mobbing vorgehen. In diesem Satz habt ihr zwar ein Subjekt, nämlich man, aber keine Akkusativergänzung. Das bedeutet, wenn ihr einen Passivsatz bildet, habt ihr auch kein Subjekt. Das ist, hoffe ich, logisch. Ihr könnt nun sagen, gegen Mobbing gehört vorgegangen. Gegen Mobbing ist aber kein Subjekt. Das ist eine Ergänzung. Und diese bleibt auch bestehen. Erinnert euch nochmal an eure Unterrichtseinheiten. Wenn ihr ein Dativobjekt habt, dann wird es im Passiv beibehalten. Auch das Genitivobjekt bleibt unberührt, es bleibt gleich im Passivsatz, sowie die Präpositionalergänzungen. Gegen Mobbing gehört vorgegangen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, gegen Mobbing sollte vorgegangen werden oder muss. Denn das ist wirklich dringend. So, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Es gibt noch weitere Konstruktionen, natürlich, es gibt auch subjektlose Passivsätze, in denen es anstelle des Subjekts steht, an erster Position. Es sei denn, ein anderes Element steht auf dieser ersten Position, dann fällt es weg. Und da könnte zum Beispiel ein Adverbial stehen, zum Beispiel der Zeit, ja, oder des Ortes und so weiter. Wenn ihr dazu mehr erfahren möchtet oder noch allgemeine Schwierigkeiten habt mit der deutschen Grammatik, dann schaut doch unbedingt in meiner Online-Schule vorbei, denn ich helfe euch auf jeden Fall dabei, die deutsche Grammatik zu verstehen, sowie allgemein besser zu werden, wenn es um die deutsche Sprache geht. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues dazugelernt und sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich natürlich sehr über einen netten Kommentar und einen Daumen hoch freuen und bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich schon auf das nächste Video für und mit euch und sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!